Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Schütze, zu Beginn deines Tages verspürst du vielleicht ein Gefühl der Unruhe, als ob es etwas gibt, das du tun oder verfolgen solltest, auch wenn du nicht genau weißt, was das ist. Dein Verstand ist heute besonders scharf, intuitiv und logisch, aber die Fülle an möglichen Optionen und Wahlmöglichkeiten, die vor dir liegen, könnte es schwierig machen, sich für eine bestimmte Vorgehensweise zu entscheiden. Auch wenn du dich anfangs unentschlossen fühlst, kannst du dir sicher sein, dass du mit deinem typischen Enthusiasmus vorwärts stürmen und den Weg, den du einschlagen willst, erfolgreich beschreiten wirst. Vertraue auf deine Intuition und erlaube ihr, dich zu der Option zu führen, die am meisten mit deinen inneren Wünschen und Zielen übereinstimmt. Im Bereich Gesundheit und Wohlbefinden solltest du dir etwas Zeit nehmen, um dein Wissen über die Erhaltung einer optimalen Gesundheit zu erweitern. Auch wenn du dich täglich mit Ernährung und Bewegung beschäftigst, kann es wertvoll sein, ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise deiner inneren Organe und ihre Rolle für dein allgemeines Wohlbefinden zu entwickeln. Wenn du dich zum Beispiel darüber informierst, wie wichtig ein gesunder Dickdarm ist und wie du ihn pflegen kannst, kann das einen großen Einfluss auf deine Verdauungsgesundheit haben. Wenn du lernst, wie du deine Nieren durch die richtige Flüssigkeitszufuhr pflegst, kann das ebenfalls zu deiner allgemeinen Vitalität beitragen. Das Internet bietet eine Fülle von Informationen zu diesen und anderen Themen. Nutze diese Ressource, um dein Wohlbefinden zu steigern und dich noch besser zu fühlen, als du es ohnehin schon tust. In deinem Alltag wirst du vielleicht feststellen, dass einige Leute deinen derzeitigen Stil oder deine Herangehensweise als etwas veraltet bezeichnen und dir vorwerfen, du würdest die Dinge auf altmodische Weise tun. Es ist jedoch wichtig zu erkennen, dass das Festhalten an traditionellen Methoden nichts ist, wofür man sich schämen muss. Vielmehr kann sich das Festhalten an bewährten Praktiken in verschiedenen Situationen als die effektivste und zuverlässigste Vorgehensweise erweisen. Deine Bereitschaft, auf bewährte Methoden zurückzugreifen, zeigt, dass du dich der Qualität verpflichtet fühlst und Wert auf Prinzipien legst, die sich über die Zeit bewährt haben. Auch wenn Innovation und Modernisierung ihren Platz haben, gibt es eine zeitlose Weisheit im Traditionellen, die gefeiert und geschätzt werden sollte. Die Energie des Tages bringt einige deiner hellsten und kühnsten Fantasien in den Vordergrund deines Denkens. Während du oft für deine Nachgiebigkeit und Anpassungsfähigkeit bekannt bist, bietet sich dir heute die Gelegenheit, eine andere Seite von dir zu entdecken. Lass dich auf die Fantasie ein, in der du ganz und gar die Verantwortung trägst und in jedem Aspekt deines Lebens die Führung übernimmst. Diese ermächtigende Fantasie kann als therapeutische Übung dienen, die es dir ermöglicht, deine innere Stärke, dein Durchsetzungsvermögen und deine Führungsqualitäten zu nutzen. Es ist eine Chance, dich von vermeintlichen Zwängen oder Erwartungen zu befreien und deine Wünsche und Absichten voll zum Ausdruck zu bringen. Wenn du diese Fantasie erkundest, entdeckst du vielleicht neue Facetten deiner Persönlichkeit und gewinnst Einblicke in die Macht, die du in dir trägst. In dieser Woche gibt es einen deutlichen Hoffnungsschimmer, der deinen Weg erhält. Der Kosmos bündelt seine Kräfte, um dir eine positive Offenbarung zu bringen, die dein Leben mit Freude und Optimismus durchfluten wird. Es ist, als ob das Universum sich verschworen hat, um dir wunderbare Überraschungen zu zeigen, die hinter der nächsten Ecke auf dich warten und deine Tage mit Positivität und Helligkeit erfüllen werden. Um dieses neue Kapitel in vollen Zügen genießen zu können, musst du offen für die Möglichkeiten bleiben und auf die Zeichen und Botschaften achten, die das Universum dir schickt.
Diese Offenbarung hat das Potenzial, eine Welle von Positivität und herzerwärmenden Nachrichten zu bringen, die deine Stimmung heben und dich daran erinnern, dass das Leben mit Momenten reiner Freude gefüllt ist. Geh mit offenem Herzen und eifrigem Geist an diese neue Phase heran, denn die Sterne stehen günstig für dich, um dich mit Segnungen zu überschütten. Außerdem bildet die Sonne in der Waage heute einen Doppelaspekt mit Jupiter und dem rückläufigen Uranus und ermutigt dich, dein wahres Ich ohne Vorbehalte zu zeigen. Diese Konstellation befähigt dich, dein authentisches Selbst in die Welt zu tragen und deine Gedanken und Gefühle selbstbewusst und ehrlich auszudrücken. Wenn du alle Masken und Verstellungen ablegst und dein wahres Ich umarmst, wirst du ein neues Gefühl von Freiheit und Authentizität erleben. Andere werden deinem Mut applaudieren und deine Echtheit zu schätzen wissen, was wiederum deine Mitmenschen inspiriert, es dir gleich zu tun. Diese himmlische Konstellation fördert ein Umfeld der Authentizität und Akzeptanz, das es dir und deinen Mitmenschen ermöglicht, sich selbst treu zu bleiben, ohne ein Urteil zu fürchten. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass du, Schütze, die Unruhe annehmen solltest, die dich zu Erkundungen und Entscheidungen antreibt. Vertraue auf deine Intuition, damit sie dich zu einer Entscheidung führt, die mit deinen inneren Wünschen übereinstimmt. Erweitere dein Wissen über Gesundheit und Wohlbefinden, um deine allgemeine Vitalität zu steigern. Schätze den Wert traditioneller Methoden und Praktiken und erkenne ihre Wirksamkeit an. Erforsche ermächtigende Fantasien, die es dir ermöglichen, deine innere Stärke und Führungsqualitäten zu nutzen. Bereite dich auf die positiven Enthüllungen vor, die dich erwarten, und lass dein authentisches Selbst für alle sichtbar leuchten und feiern. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Hierophantenkarte steht für Tradition, Spiritualität und die Führung durch einen Mentor oder eine Institution. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute vielleicht dazu hingezogen fühlst, Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder Institutionen zu suchen. Sie steht für eine Zeit, in der du nach Antworten in etablierten Lehren suchst oder den Rat eines vertrauenswürdigen Mentors einholst. Der Hierophant ermutigt dich, deine Werte und Überzeugungen zu ehren und gleichzeitig offen dafür zu sein, von denen zu lernen, die einen ähnlichen Weg vor dir gegangen sind. Er erinnert dich daran, dass die Weisheit in der Tradition und den Lehren anderer zu finden ist. Zusammen mit dem Hierophanten haben wir das Ass der Münzen. Diese Karte steht für eine neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum. Sie steht für eine Zeit des Wohlstands, des Wachstums und für das Potenzial eines Neuanfangs in deinem materiellen Leben. Das Ass der Münzen lädt dich dazu ein, diese Chance zu nutzen, indem du praktische Schritte unternimmst, um deine Ziele und Wünsche zu verwirklichen. Es erinnert dich daran, dass Erfolg durch Hingabe und harte Arbeit erreicht werden kann. Als letztes haben wir die Königin der Stäbe. Diese Karte steht für Selbstvertrauen, Kreativität und ein starkes Selbstbewusstsein. Sie steht für eine Zeit, in der du dein inneres Feuer umarmen und deine Ziele mit Leidenschaft und Entschlossenheit verfolgen kannst.
Die Königin der Stäbe ermutigt dich, an deine Fähigkeiten zu glauben und mutig und selbstbewusst an deine Vorhaben heranzugehen. Sie erinnert dich daran, deine Kreativität zu nutzen und sie als Quelle der Inspiration einzusetzen. Zusammen bilden der Hierophant, das Ass der Münzen und die Königin der Stäbe eine Kombination aus der Suche nach Orientierung, dem Ergreifen neuer Möglichkeiten und dem Verfolgen deiner Ziele mit Zuversicht und Entschlossenheit. Mach dir heute die Energie des Hierophanten zunutze, indem du Weisheit und Führung von traditionellen Quellen oder einem vertrauenswürdigen Mentor suchst. Sei offen für Neues und achte auf deine Werte und Überzeugungen. Verkörpere gleichzeitig die Energie des Ass der Münzen, indem du die neue Chance auf finanziellen oder materiellen Reichtum erkennst. Ergreife praktische Maßnahmen, um deine Ziele zu verwirklichen, und arbeite fleißig auf die gewünschten Ergebnisse hin. Schließlich kanalisierst du die Energie der Königin der Stäbe, indem du an deine Fähigkeiten glaubst und deine Ziele mit Leidenschaft und Zuversicht verfolgst. Nutze deine Kreativität als Quelle der Inspiration und lass dich von deinem inneren Feuer leiten. Heute ist ein Tag, an dem du nach Orientierung suchst, neue Chancen ergreifst und deine Ziele mit Zuversicht verfolgst. Lasse dich von der Weisheit der Tradition leiten, arbeite fleißig an deinen materiellen Zielen und glaube an deine Fähigkeiten. Wenn du die Qualitäten dieser drei Karten kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Zielstrebigkeit, des Überflusses und der Entschlossenheit bewältigen.